Hallo und willkommen zum Let's Play Sam & Max. Ich selber kenne das Spiel nicht, ich weiß nur, dass es lustig sein soll und ich lasse mich da mal überraschen. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Ja, klar will ich's. Jetzt halt endlich still, Zappel-Philipp. Wann kriegen wir endlich einen neuen Fall? Bestimmt lechzen die Ganoven schon nach unserer Verbrechensbekämpfung mit ihrer persönlich esoterischen Note. Für Geduld braucht man ganz schön Geduld, Kleiner. Okay, nicht schreien diesmal. Ah, ich geh ran! Hallo? Legt Schweizer Käse vor das Rattenloch oder ihr seht euer blödes Telefon nicht lebend wieder. Ach du Männchen machendes Meerschwein, irgendein miesiger, madiger Mistkerl hat unser Telefon geklaut. Gruselig, ich hab gerade Käse gekauft, woher wissen die das? Das ist auch ja Schweizer Käse, ist klar. Und ein bisschen plötzlich. Normalerweise gehe ich nie auf Erpressungen ein, aber ich muss sagen, die Frechheit von dem kleinen Ganoven reizt mich fast schon wieder. Wo ist der Käse, Max? Mann, keine Ahnung mehr. Du weißt doch, ich habe ein Gedächtnis wie ein halbes Pfund Stockfisch. In der Tat leider. Na, er muss hier irgendwo in diesem Raum sein. Oh Mann, ein Gedächtnis wie ein halber Pfund Stockfisch. Und wer es noch nicht gemerkt hat, die Stimme vom Hasen ist die von Bart Simpson. Da muss man den doch einfach mögen. Wo ist der Käse? Nichts drin. Ein Papierkorb bestimmt nicht. Aber was ist da, ein Wasserspender? Hallöchen. Wie ist denn das Wetter da drin? Die haben einen Fisch im Wasserspender? Ist so ein Diss. Hey, Max. Was gibt es, Sam? Mir ist irgendwie kühl. Findest du nicht auch hier Zietz? Hey, du bist doch der mit Klamotten an. Hast du dich schon mal gefragt, wie das Leben als Käfer ist? Kurz, hoffe ich. Obwohl, ein paar Arme mehr könnte ich gut gebrauchen. Ich auch. Ich hab Kopfweh. Es gibt Tage, da drückt mir die Atmosphäre so von oben auf den Kopf. Es gibt Tage, da verstecke ich Gewichte in deinem Hut, um zu sehen, ob du was merkst. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? So, ja, wo der Käse ist, und du weißt, weiß du, er eigentlich nicht mehr, nicht. Wo du den Käse hingetan hast, Kleiner? Jesus, du führst dich ja auf, als hätte ich keine Hosen an oder so. Du musst hier irgendwo sein. Oh ja, ich glaube, das Spiel ist echt guter Ausgleich für Alan Wake. Brillanter Vorschlag. Definitiv. Wo könnte Käse sein? Vielleicht mit dem Schreibtisch hinten. Kein Kommentar. Okay, dann nicht. Komm mal, Boxhandschuhe. Ich glaube, Hubert könnte etwas Wasser vertragen, Max. Ich richte ihn gerade ab, sich selber zu gießen. Versuche ich mit meinen Pflanzen auch immer. Mach das nicht nochmal. Oh mein Gott! Also, wie habe ich das hingekriegt? Ich habe keine Ahnung. Die gute alte Luise. Wer war Luise doch gleich wieder? Die Bowlingkugel natürlich. Im Aktenschrank? Unglaublich, wie viel Platz die Stromrechnungen von 20 Jahren brauchen. Ah ja, an den Fall erinnere ich mich. Ganz üble Sache. Was ist das? Schrank. Oh, hätte ich ja mal gleich raufkommen können. Ah, hier ist das Zeug. Ja, dann hier, Käse. Unglücklicherweise ist das kein Schweizer Käse. Na und? Na, die Ratte hat ausdrücklich gesagt, sie will Schweizer Käse. Toll, Schweizer Käse. Muss mal gerade die Musik etwas leiser machen. Ja, so ist es angenehmer. Ja. Schweizer Käse. Sieht immer noch nicht aus wie Schweizer Käse. Aber hat er nicht gesagt?
Hätte welchen gekauft oder nur Käse? Du kaufst tonnenweise Käse und nicht ein Stück Schweizer? Schweizer kommen mir nicht ins Haus. Ist doch Betrug. Der hat ja lauter Löcher. Okay. Ging an die Arbeit. Brillanter Vorschlag. Das ist eigentlich eine Kartoffel, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nimm das, verbrecherisches Milchprodukt. Sam, nicht! Der Käse war unschuldig. Unschuldig? Ja, jetzt hat er Löcher im Käse. Voilà. Schweizer Käse. Naja, wenn man nicht so genau hinschaut, halt. Selber, voilà. Okay. So. Nein. Ja, ich wollte mich auch da vor das Rattenloch tun. Grüße! Die Mitglieder der wohltätigen Bruderschaft der Schädlinge danken für die Spende. Die Mitglieder von Sam und Max hätten jetzt gern ihr Telefon zurück. Wenn's nichts ausmacht. Ich bedauere euch mitteilen zu müssen, dass ich aufgrund der veränderten Sachlage nicht imstande bin, eurem Wunsch Folge zu leisten. Die Zusatzforderungen für die Rückgabe eures Telefons lauten... Besprechen wir es doch in aller Ruhe. Halten wir seinen schmierigen kleinen Kadaver aus und schauen, ob das Telefon da drin ist. Ich rede nicht. Jimmy Zweizahn ist doch keine Ratte. Ich meine, also ich rede jedenfalls nicht. Okay. Machen wir das mal. Meine Bedingungen sind erfüllt. Da ist der Käse. Ein ehrenhafter Nager würde jetzt seinen Teil der Vereinbarung einhalten und unser Telefon rausrücken. Wir Nager sind nicht gerade für unsere Ehrenhaftigkeit bekannt. Mein Partner ist gefährlich. Schau mal, ich will dir ja helfen, aber mein Partner ist ziemlich reizbar. Ich weiß nicht, ob ich ihn daran hindern kann, dir etwas relativ Gruseliges anzutun. Darf ich ihm jetzt wehtun, Sam? Ach, ich kann allein auf mich aufpassen. Oh, ihn anklicken kann man anscheinend auch. Dann tun wir mal was an. Ich leg dir gleich die Hände um den dürren, müllschluckenden Hals. Du glaubst wohl, du machst mir Angst, hä? Du hast keine Ahnung, wo er vorher seine Hände hatte. Oder wann ich sie zuletzt gewaschen habe. Wen? Oh mein Gott. Ich habe eine Ratte vergessen. Hey, Schlappohr, dein Partner macht mich krank. Du sagtest da was von Kopfweh. Möchtest du ein Aspirin? Wo wir schon dabei sind, kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Hast du vielleicht Durst? Ist dir das nicht zu grell? Ach, das ist aber nett. Jetzt, wo du es erwähnst, ist mir eigentlich zu hoch hier. Ich hab's nicht so mit der Höhe. Macht mich etwas nervös, weißt du? Ach, tatsächlich? Hilf mir, dir zu helfen, Jimmy. Was soll das denn jetzt heißen? Keine Ahnung. Aber im Fernsehen klang's immer gut. Ja, im Fernsehen klingt das wirklich immer gut. Da. Ha, nehme ich das mal. Ich frag mich gerade, ob du schon mal Glühbirne gekostet hast. Nö, aber gib her, mir knurrt der Magen. Kann ich jetzt gehen? Ach ja, so eine Glühbirne für zwischendurch? Ja, das wäre auch mal was. Rück das Telefon raus, oder ich lass dich meine bakterienverkrusteten Handflächen ablecken. Ach nee, hab schon Schlimmeres geleckt. Ach, was denn? Das willst du gar nicht wissen, Amateure. Du hast also Höhenangst, ja? Wie wär's, wenn ich deinen fettigen Pelz zum Fenster raushänge? Ach, das traust du dich nicht. Warte, ich... Okay, anscheinend habe ich das Richtige gemacht. Ich bin berüchtigt für meine fusseligen weißen Flutschfinger. Das stimmt. Solltest ihm mal zusehen, wenn er versucht, sich die Krawatte zu binden. Okay, schon gut. Hab Mitleid. Ich hatte mal Mitleid. Fühlte sich unangenehm pappig an, wie... Na, wie etwas, das aus großer Höhe auf den Asphalt geknallt ist. Ich gebe auf! Nehmt euer Telefon und lasst mich gehen! Ah, musste das sein. Hätte ich bloß nicht hingeguckt. Hallo? Ja? Ach, du dicker, bockendampfender Bananenbrei. Sind schon unterwegs. Ich glaube, da war eben ein kleiner Bug, aber egal, war nicht so dramatisch. Der war am Telefon. Das war der Commissioner Max. Verstärkte Vorkommnisse verbrecherischen Verhaltens im Viertel. Oh, Freude! Frischfleisch für uns Freelance Peacekeeper. Idiot. Wir müssen sofort runter zum Laden an der Ecke. Okay, aber gut zu wissen, dass eine Maus so ein großes Telefon verschluckt hat. Oder verschlucken kann.
Wir sollten irgendwann mal runter in den Laden an der Ecke, wie der Commissioner gesagt hat. Worauf warten wir, dass die Preise purzeln? Manchmal malen die Mühlen der Gerechtigkeit langsam, Kleiner. Schön, endlich wieder im Sattel zu sitzen, was, Partner? Du hast mal wieder zu viele Western angeschaut. Auf geht's, Verbrecher jagen. Okay, gehen wir an die Arbeit. Brillanter Vorschlag. Ja, und der Goldfisch im Wasserspender. Oh Mann. WTF, das habe ich schon wieder nicht gemacht. Der macht das automatisch. Sag mal, du unmodisch gekleidete Straßenratte. Oh Mann, jetzt habe ich's versaut. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Igitt, was für ein hässliches Blag. Hey, den kenne ich doch. Oh, ich weiß. Du bist einer von den liebenswerten Knaben aus dieser Fernsehshow über drei singende Limo-Zapfer. Die heißt die Limo-Lauser. Und die 70er Jahre sind nicht ewig her. Brilli, okay. Persönlich, wow. Ein echter Promi verschandelt unser Viertel. Tolle Sache. Ach komm, mach ich mal wegen deiner Sprüherei. Erzähl mir etwas über die trendige moderne Straßenkunst, die du da betreibst. Was wollen sie denn hören? Ja, wen oder was? Was hat dich zu dieser Motivwahl bewogen? Sieht aus wie ein Spiegelei. Das ist Brady Culture. Er ist das Genie hinter dem Aibo Augentraining für optimalen Durchblick. Sie sollten sich unbedingt sein Aibo Video reinziehen. Ich würde mir lieber ein Spiegelei reinziehen. Der wirkt etwas, ich weiß nicht, hypnotisiert oder so. Wie nach Ei mit Kaffeepulver. Aibo ist das Aibo, Ei mit Kaffeepulver. Sehen Sie sich noch heute das Video an. Wo bekommt man denn das Video? Das gibt's drüben in Boscos Laden. Holen Sie sich eins. Klingt faszinierend, aber jetzt genug davon. Man kann nie genug bekommen von Brady Cultures Aibo. Genau. Tja, wir müssen dann mal wieder... Aber als nächstes malst du mich, versprochen. Sorry, ich male nur Brady Culture. Max, du hast doch das Fernsehprogramm im Kopf. Kommt nicht heute irgend so eine gruselige Promis-Packen-Ausschau über die Limo-Lauser? Ach ja, auf Kanal 173, dem Kinderstar-Bloßstellungssender, den wir bloß hin und wieder reinkriegen. Also den gucke ich mir auch immer an. Also ich kriege ihn täglich. Ist das der Laden an der Ecke? Also in der Ecke ist es. Your family may be in danger. Okay. Fürchtet euch nicht, gute Bürger. Die Freelance Police ist hier, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Mit Gewalt, wenn möglich. Du hast uns gerufen. Was? Bloß ihr zwei? Wo bleibt das Sondereinsatzkommando und die Nationalgarde und die NASA? Die NASA? Moment mal, Bosco. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ein Terrorist. Ein Terroristenzwerg. Er wird uns alle umbringen. Hä, der hat irgendwas wo geraucht. Wo ist dieser Lilliput-Agitator? Auf den Augen, was? Da steht er. Hey, noch einer von den Limo-Lausern. Ist das nicht der mit dem Inkontinenzproblem? Genau, Strulli. Oh Gott. Der ehemalige Kinderstar. Mein Gott, sehr einfallsreich, die Namen. Einer von uns sollte ein Dutzend Beruhigungspillen für Elefanten nehmen und sich lang machen. Und du könntest auch ein paar vertragen. Ich soll mich beruhigen? Mit einem Terroristenzwerg in meinem Laden? Was genau war denn Stullis verbrecherisches Verhalten? Er liefert Videos, die ich gar nicht bestellt habe. Brady Cultures Aibo Fitness Video? Was ist das? Sicher was Schlimmes, das sage ich euch. Videos. Und wie sieht der überhaupt aus? Subversiv, sage ich, und hässlich. Hat schon mal jemand einen Weißen mit so einer Frisur gesehen? Das habe ich gehört, ja? Irgendeine Idee, warum ein freakiges Relikt der 70er Jahre Videos in deinem Laden abladen sollte? Denk doch mal nach. Videos ausliefern? Sowas macht kein Einzeltäter aus freiem Willen. Er gibt doch keinen Sinn. Ich rieche... eine Verschwörung! Na, ja, die rieche ich auch. Das sind sicher bloß die Würstchen. Nein, das ist definitiv eine Verschwörung.
Ich frage noch, ob noch irgendwas ist. Terroristische Schurkereien zu berichten? Allerdings, er geht dauernd auf mein Klo. Wer weiß, was er da drin macht. Vielleicht ist aber nur eine vage Vermutung, vielleicht aufs Klo gehen. Lieferanten unerwünschter Videos und Serienpinkler zu tun. Da kann uns nicht mal die Nationalgarde helfen. Ich glaube, wir haben's dann. Okay, sonst noch was? Wir reden später weiter, Bosco. Aber jetzt müssen wir uns wirklich um diesen kleinen Missetäter kümmern. Genau. Haltet diesen Wahnsinnigen auf, bevor er uns alle tötet. Und um den kleinen Missetäter kümmern wir uns im nächsten Part. Oh mein Gott, was passiert da? Naja, wie gesagt, im nächsten Part. Tschüss, eure Tai.